Welcome! Welcome to the 35th Chaos Communication Congress. It's good to see you. We have to start with two announcements. First off, the two of us want to make this opening as good as we possibly can, so we need to do it in German. Sorry to everybody who doesn't speak German. We do have live translations in English and in French, so if you look for translations in the wiki, you will find them and you will be provided with live translations by our awesome translation angels. Die zweite Ankündigung dient unserer rechtlichen Absicherung. Wir haben in den letzten Jahren in den Vorträgen ja gelernt, dass eure Gesichter personenbezogene biometrische Daten sind. Da wir von hier vorne einige eurer Gesichter erkennen können, ich würde so sagen die ersten 10 oder was, ja, Reihen, 10 Reihen, passt ganz gut. Müssen wir euch darüber aufklären, dass wir euch halt sehen und eure Gesichter uns auch merken können. Da und dass ihr uns gegenüber das Recht auf Löschung und das Recht auf Vergessen habt, gemäß der dieses Jahr in Kraft getretenen Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Wenn ihr von diesem Recht Gebrauch machen wollt, würde ich euch bitten, euch einfach nach dem Opening in 2 Reihen hier vorne an der Bühne einzufinden. Also die eine so hier in dem Gang, die andere da. Eine für Rufus, eine für mich. Ich nehme dann die längere Reihe. Wenn alle da Beteiligten so einen Chunk mit nach vorne bringen, können wir euch garantieren, dass wir uns morgen an nichts mehr, schon gar nicht eure Gesichter erinnern. Ja, schön, dass ihr da seid. Also jetzt, wo der Saal voll ist, wirkt er doch ein bisschen größer, oder? Ja, ja, hat was. Ja. Ja, ein herzliches Willkommen an euch alle, auch an die Damen und Herren an den Rundfunkgeräten zu Hause und an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Congress Everywhere, die in ihren Hackerspaces zuschauen oder vielleicht an ihrem Rechner zu Hause. Auch schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr nicht hier sein könnt. Ja, wir machen das mal am besten so schnell, schmerzlos, so Pflaster beim Arzt vielleicht mäßig. Ja, das Jahr war gar nicht mal so geil, oder? Also ein paar von euch hatten bestimmt ein super Jahr, wollen wir euch gar nicht nehmen. Also insgesamt? Ja, wenn man mal so in die modernen Rundfunkgeräte schaut, erscheint dieses Jahr so ein bisschen wie ein weiterer Beweis, dass wir in, ja, sagen wir mal vorsichtig, eher schwierigen Zeiten angekommen sind. Das BKA hat ein paar neue Staatstrojaner am Start, die Polizei kauft sich Panzer. Ja, will ich Panzer fahren? Ja, wir alle hatten irgendwie auch so unsere persönliche Schmerzstelle damit, dass wir im Chaosumfeld dieses Jahr auch mit mehreren Hausdurchsuchungen zu tun hatten, in Dortmund und in Augsburg zum Beispiel, richtig, die unter eher unüberschaubarer Begründung stattfanden. Naja, damit auch eigentlich einen Vorgeschmack darauf geboten haben, was die neuen Polizeiaufgabengesetze in den einzelnen Bundesländern von jetzt an so möglich machen. Ja. Aber umso begeisterter waren wir eigentlich davon, dass sich der Protest gerade gegen diese Polizeiaufgabengesetze auch sehr laut und bunt aus den Airfast Chaos-Treffs, den Hackerspaces formiert hat. Das war super und das war super wichtig. Das hat ihr echt gut gemacht. Und ich muss ja sagen, also irgendwie fand ich es auch ein bisschen schade, dass die Institution, die sich in dem letzten Jahresabschnitt so am öffentlichkeitswirksamsten gegen rechts positioniert haben, normalerweise Cola verkaufen. Yep. Nu ist jetzt aber ja das Jahr rum, nicht? Wir haben es hinter uns. Gott sei Wir Dank. Haben sogar das heilige Fest des Computerreparierens zu Hause hinter uns gebracht. Jetzt ist Congress. Ja, jetzt ist Congress. Wir sind hier. Geil. Und das Motto dieses Jahres ist Refreshing Memories. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, zu so einer kleinen Geschichtsstunde auszuholen. Aber da Tim das im Opening letztes Jahr schon gemacht hat, wollen wir euch nur raten, also vielleicht könnt ihr euch das einfach auf mediaccc.de anschauen. Und ich sage nur so viel. Der erste Kongress fand passenderweise 1984 im Eidelstädter Bürgerhaus in Hamburg statt und hatte so 200, 300 vielleicht Teilnehmer, Teilnehmerinnen.
Ja, jetzt lasst euch das mal durch den Kopf gehen und schaut euch mal auf dieser Messe um. Schaut euch hier in der Halle um. 200-300 Leute. So, und jetzt sind wir hier, 35 Jahre später. Wir machen das immer noch. Und vor allem machen wir es bunter und diverser als je zuvor. Der Kongress wird vielfältiger, der Kongress wird ideenreicher mit jedem Jahr. Und genauso entwickelt sich auch die Community, die Familie und die gemeinsame Idee. Und dieses Event ist immer noch mit ziemlich viel Liebe handgemacht, größtenteils. Ne? Und alle Engel, die hier sind, sind immer noch freiwillige Helfer, die das alles in ihrer Freizeit tun. Und ohne die dieser Kongress so nicht möglich wäre. Und wir schaffen hier eine Veranstaltung, auf der alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen so für 4 ziemlich verrückte Tage quasi fast alles machen können. Und das machen wir immer noch zusammen. Für euch wird es also ein hoffentlich sehr großartiger Kongress mit einzigartigen Erfahrungen, einzigartigen Erinnerungen, die ihr schafft. Ja, zumindest, wenn ihr euch bei dem ganzen Geblinke mal kurz für 5 Minuten konzentrieren könnt. Das ist es zumindest so ein bisschen für mich. Für mich ist der Kongress eine riesige Ansammlung all dieser winzigen und wunderbaren, faszinierenden, abgefahrenen, bescheuerten Dinge und Leute, die in einem Gebäude zusammenkommen und in 4 Tagen die umfangreichste, unfassbarste, abwegigste und bekloppteste Reizüberflutung produzieren, die ich je erlebt habe. Und das machen wir immer noch gemeinsam. Und gemeinsam wachsen wir auch. Ich meine, klar in Größe, ne? Wir sind nicht mehr 200 Leute, aber Größe ist auch nicht alles. Wir wachsen in viel spannendere Richtungen. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel neue Themen und Ausrichtungen. Wir haben dieses Jahr die Foundation Talks, was eine Vortragsreihe ist, wo alles reinfällt, wo Leute, die echt, echt Ahnung von ihrer Ecke haben, die verständlich und aber gleichzeitig tiefgehend präsentieren. Das fängt an bei dem Internet. Das könnt ihr euch hier einfach mal neu erklären lassen. Und geht bis zu Themen wie der Hackerethik. Da ist, denke ich, für jeden was dabei, weil alle, die hier sind, sich in manchen Dingen echt gut auskennen, aber überall halt doch nicht. Und diese Möglichkeit zu haben, hier einfach von den Leuten, die wirklich, wirklich wissen, was sie sagen, sich das erzählen zu lassen, das ist schon cool. Ja. Wir haben daneben auch noch dieses Jahr gesehen, dass wir in andere Themen sehr gut reinwachsen, so als Chaos-Familie. Wir hatten vor ein paar Wochen, 1,5 Monaten oder so, in Berlin die Bits and Bäume-Konferenz, wo sich Teile der Hacker-Community, Hackerinnen und Hacker, zusammengeschlossen haben mit Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten, wo quasi diese Schnittstelle gesucht und gefunden wurde, um miteinander daran zu arbeiten, wie wir unsere Gesellschaft nachhaltiger gestalten können, wie wir für insgesamt diese Welt einfach sinnvolle, nützliche Dinge machen können, wie wir vielleicht sogar diesen Planet so ein bisschen vom Abgrund wegrollen können. Und das finde ich irre beeindruckend, nicht? Dass sich da immer noch Leute zusammensetzen und sagen, wir gucken mal in neue Richtungen. Mit wem können wir denn außerhalb von unserer eigenen kleinen Welt zusammenarbeiten und geile Dinge schaffen? Wir wachsen an Bühnen. Ja, da ist mal eben eine mehr gespawnt dieses Jahr. Puff, da war sie. Ja, ne? Letztes Jahr 4 große Bühnen, dieses Jahr 5. Puff. Wo dann großartige Talks in unfassbarer Menge aus noch viel mehr unfassbaren Einreichungen rausgezogen wurden. Und diese 5 Bühnen, ne, das sagt sich so, sieht man ja, ne, Fahrplan sagt 5 Bühnen, aber das ist ja nur das offizielle Fahrtrag. Ja, das hat den Assemblies einfach nicht gereicht. Die haben uns dann so rechts überholt und sagen, wir spielen jetzt auch mit. Richtig, wir haben eine nicht ganz bestimmte Anzahl von dezentralen Kleinbühnen, sagen wir mal 5, so Hausnummer. Jetzt gib doch nicht zu, dass wir den Überblick verloren haben. Aber ich nenne die auch nur Kleinbühnen, um sie vom Vortragsprogramm unterscheiden zu können, nicht? Wenn man da zum Beispiel mal vor dieser Bühne von Chaos West steht, so klein ist die gar nicht. Und das ist echt beeindruckend, dass da aus der Community noch so viel an Qualität und an Inhalt rauskam, dass sich diese Bühnen gefunden haben. Echt klasse. Daneben wachsen wir auch noch auf einer ganz persönlichen Ebene. Also ich meine, abgesehen davon, dass ihr und ich und überhaupt jeder hoffentlich übers Jahr auch irgendwo persönlich wächst, aber auch so als Chaosumfeld
Im vergangenen Jahr haben wir uns, über das vergangene Jahr hinweg, haben wir uns der Frage angenommen, wie wir im Chaosumfeld mit Konflikten umgehen können und wollen. Da haben sich Leute, die seit Jahren und teils seit Jahrzehnten völlig abseits der Scheinwerfer hier, sich im Chaosumfeld, vor allem auf dem Kongress, um die Sicherheit der Teilnehmenden kümmern, zusammengesetzt. Und die haben unfassbare Mengen von Zeit, von Mühe, von Anstrengung und Diskussion und Hingabe. Telefonkonferenzen. Und Telefonkonferenzen, die ja bekannterweise das beste Mittel des Austauschs sind, draufgeworfen, um rauszuarbeiten, wie wir da weitermachen wollen. Und aus dieser vielen, immer noch weiter sehr, sehr im abgeschlossenen stattfindenden Arbeit sind dann zwei Dinge rausgekommen. Das eine ist ein neues Team für den Kongress, das ist die Schiedsstelle. Der werde ich jetzt hier in zwei Sätzen auf der großen Bühne nicht gerecht werden, deshalb sage ich lieber die andere Sache, an die rausgekommen ist. Das ist nämlich die Webseite help.ccc.de. Da wird nicht nur die Schiedsstelle vorgestellt, das neue Team, sondern auch die Teams, die bereits seit Jahren da für uns alle da sind. Nicht? Das CERT, das Awareness-Team, alles Mögliche. Ist eine super Seite. Schaut sie euch an. Nehmt euch einen Moment, liest sie mal durch. Dauert nicht lange und dann habt ihr einen guten Überblick auch. Das macht das bitte vor allem nicht nur eure Teilen, sondern auch für die Leute um euch rum. Nicht? Wenn neben euch jemand plötzlich in Halle 3 jemand umklappt, dann ist es doch echt gut zu wissen, was ihr als nächstes tut. Informiert euch einfach, das ist ein schöner Weg. Ich meine, ihr könnt auch die diversen Aushänge auf dem Gelände lesen. Auch das ist sicher eine gute Idee. Und wenn wir schon dabei sind, euch hier Informationen und Regeln an den Kopf zu werfen. Dann kann man noch ein bisschen ermahnen, oder? Ja, machen wir das mal. Bitte ruft euch unsere Fotopolicy ins Gedächtnis. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann findet ihr sie auch weitläufig auf dem Gelände tapeziert. Wir haben keine Kosten, Mühen und Totholz gescheut. Ja, wir haben da ein eigenes Team für abgestellt. C3 Sign macht da super Arbeit. Ja, die besagt, bevor ihr ein Foto aufnehmt, fragt die Leute, die auf dem Foto dann erkennbar sind, ob das für sie okay ist. Und wenn das so ein Riesenbild ist, wo vielleicht ganz viele Leute drauf sind und ihr euch denkt, die will ich jetzt aber nicht alle fragen, dann ist vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, so ein Foto aufzunehmen. Genau. Wir verstehen voll, dass man Fotos machen will. Ja, es sieht hier toll aus, wir sind auch total geflasht. Aber bitte, bitte respektiert diese Policy und tragt sie auch mit. Ist für alle Beteiligten hier wichtig, denke ich. Genau. Ja, jetzt Moralkeule ist so langsam rum, ne? Jetzt können wir noch ein paar Geschichten erzählen, oder? Ich glaube, jetzt können wir alles klar. Ich habe festgestellt, dass je nachdem, wen man nach diesem Event so fragt, also ich habe so ein bisschen, wir haben 100 Leute gefragt, gespielt, also 100 Leute waren es nicht, aber je nachdem, wen man fragt, nach diesem Event erzählen dir die Leute völlig, also so völlig unterschiedliche Sachen über den Kongress, dass du der Meinung sein könntest, sie waren auf verschiedenen Veranstaltungen. Mehr so 5 als 2. Ja, ja, genau. Und eine Person sagte mir zum Beispiel, dass so ihre kongressischste Erfahrung war, dass sie mal einen Server mitgebracht hat zum Kongress und ein Freund hat es dann zum Anlass genommen, in diesen Server einzubrechen und kam dann hinterher an mit so, hör mal, wir müssen uns da mal dringend unterhalten. So, und ein anderer Mensch hat mir erzählt von diesem Sandkasten mit dem Beamer oben drüber, diese Installation. Ich erzähle jetzt nicht so viel zu, weil das könnt ihr euch alle auch selber angucken, das ist ein cooles Teil. Meinte, dieses Ding und der Urheber dieses Dings, der daneben stand und mir völlig minutiös, akribisch genau und total begeistert davon erzählt hat, wie dieses Teil funktioniert. Und zwar um 3 Uhr morgens. Wann auch sonst. Wann auch sonst, ne? Genau, und viele andere haben mir ganz viele Sachen darüber erzählt. Also es geht darum, gemeinsam sich Talks anzuschauen. Es geht darum, gemeinsam Talks zu halten und in diesem Prozess voneinander zu lernen und sich auszutauschen, Spaß zu haben, ne? Jemand anders sagte, also eigentlich geht es auch darum, so auf jedem noch so abwegigen Gefährt, das man findet, durch diese Halle zu fahren und überall mal anzuhalten und dann von Dollar anderer Person, die da gerade zufällig steht, ihr neues selbstgebrautes Getränk angeboten zu bekommen und irgendwann landet man dann wieder an seiner Assembly. Wenn man Glück hat. Ja, wenn man Glück hat. Und vor längerer Zeit hat mir mal ein Freund gesagt,
dass der exakte Zeitraum, in dem man sicher gehen kann, wo sich eine andere Person auf dem Kongress gerade befindet, exakt 30 Sekunden sind. Also du meinst, wenn ich jetzt hier weggehe? Ja, ja, dann, also ich könnte jetzt ungefähr 30 Sekunden sagen, dass du da die Tür rausgehst, aber dann könntest du vielleicht im Himmel sein, dir dein Engelbadge abholen, du könntest an der Bar bei Chaos West stehen oder in Halle 4 am Lockhelpdesk, so, ich könnte es nicht sagen. Und ich mag diese Regel besonders deshalb so sehr, weil ich schon so oft so verzweifelt nach Menschen auf dem Kongress gesucht und sie einfach tagelang nicht gefunden habe. So. Wenn ich sie gerade ganz besonders dringend gebraucht natürlich, habe. Natürlich. Wie immer. Ne? Aber das Schöne daran ist eigentlich, dass ich immer eine andere Person gefunden habe, die mir genauso gut weiterhelfen konnte, auch wenn ich sie nicht gesucht habe. Und die hat mir mindestens genauso bereitwillig geholfen. Und das macht's, finde ich, auch aus. Jetzt ist es mit den hilfreichen Leuten das eine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr alle total soziale Menschen, die gerne mit anderen Menschen, gerne mit großen fremden Gruppen machen. Das ist für euch alles gar kein Stress und kein Problem. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es wenigstens für ein paar von euch, vielleicht sogar viele, nicht so ist. Und ich erinnere mich an meinen ersten Kongress, gar nicht mal so lange her. Als der kleine Rix noch klein war? Als der kleine Rix noch kleiner war. Da habe ich einen Haufen toller Leute kennengelernt. Also ihr kennt es bestimmt, wenn man Leute kennenlernt, die so anders sind, als man es kennt, dass man da ganz neue Lebenskonzepte kennenlernt und neue Denkweisen so abfärben und man erstmal eine Weile braucht, um das so ankommen zu lassen. Ja, davon ganz viele auf einmal. Und ich habe von denen halt eine Menge gelernt natürlich, weil man läuft so rum und das eine ist, dass einem Leute Dinge beibringen, also sei es bei der nächsten Engel-Einführung, sei es, weil man bei einem Workshop ist. Aber die Leute bringen einem natürlich Sachen auch einfach bei, indem sie sie vorleben, indem sie in dieser Gemeinschaft leben und Sachen halt vielleicht anders machen, als man es gewöhnt ist. Und dann fängt man halt an nachzudenken, oh, warum mache ich das eigentlich immer so und nicht anders? Oh, das könnte ja. Und ich habe einen Haufen neuer Dinge probiert, komplett legal alles, aber natürlich, ganz viele neue Erfahrungen. Und ganz wenig davon ging von mir selber aus, weil, wie Rufus erzählt hat, nicht? Erster Kongress, ich war eigentlich damit beschäftigt, in die Gegend zu starren, ein bisschen zu gaffen, mich so ein bisschen überwältigt zu fühlen. Sich so ein bisschen zu wundern. Ja, auch das und halt auch einfach eingeschüchtert zu sein, weil das ist ganz schön viel. Hm. Das Schöne ist, die Leute wollen mit euch reden. Also so habe ich auch damals die ganzen Leute kennengelernt. Die Leute wollen euch erzählen, in welchem Hackerspace sie sind und was sie in diesem Hackerspace machen. Die wollen erzählen, was sie das ganze letzte Jahr über gehackt haben. Was sie mitgebracht haben. Die wollen ganz besonders gerne erzählen, was sie mitgebracht haben. Manche wollen gar nicht erst wieder aufhören. Jetzt macht den Leuten keine Angst. Nee, aber ehrlich, also die wollen mit euch reden und ihr wollt hoffentlich auch mit denen reden, weil das ist ja, wofür wir hier sind, nicht? Das ist ein Zusammenkommen hier. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass mal jemand keine Zeit hat. Daran ist auch noch keiner gestorben. Aber wenn jetzt die nächste Person auf ihrem Sofa an euch vorbeifährt, ja, und es leuchtet in allen Farben des Regenbogens und ihr entdeckt dann von hinten, dass es anscheinend auch noch so ein Cocktailbot eingebaut hat. Und ein Nebelhorn. Und möglicherweise auch so robust aussieht, dass es den nächsten Polizeipanzer zur Seite schieben könnte. Dann haltet doch diese Person mal an und sagt, hey, wie hast du das gebaut? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was gab es da schon für andere Dinge? Weil die wenigsten von uns bauen im luftleeren Raum. Wie viele Fuck-ups sind da eigentlich? Was ist schiefgegangen? Das ist die beste Frage überhaupt. Die Leute erzählen das unfassbar bereitwillig und es macht Spaß. Ja, Hilfe, mein Sofa brennt schon wieder. Genau, der Tag, an dem mein Sofa brannte. Und macht das, redet miteinander. Ich meine, klar, wenn jemand irgendwie mit Kopfhörer auf hinterm Rechner sitzt und sehr konzentriert guckt, dann nehmt vielleicht diesen sehr dezenten sozialen Hinweis, dass die Person gerade beschäftigt ist. Aber abgesehen davon, redet miteinander. Und wirklich, schafft damit diese neuen Erinnerungen, die ihr mit weiternehmen könnt. Wenn euch das geht wie mir bei meinem ersten Kongress und euch das eher schwerfällt, wenn ihr was Geiles seht, aber euch jetzt nicht direkt überwinden könnt, dahin zu gehen und zu sagen, boah, was ist denn das? Werdet Engel. Ist der beste Weg, überhaupt neue Leute hier zu treffen. Geht auf engelsystem.de, macht euch einen Account, geht im Himmel vorbei, sagt Hallo und sucht euch dann eine Schicht. Das ist echt nicht schwer, tut nicht weh. Und wenn ihr dann mal 2 Stunden irgendwo an der hintersten Tür Bändchen kontrolliert, dann macht ihr das erstens mit einer Person, die ihr noch nicht kennt, idealerweise, mit der ihr euch dann irgendwie 2 Stunden lang verquatscht.
Ich habe Leute kennengelernt bei Türschichten, die teilweise heute noch meine besten Freunde sind. Also das hilft echt enorm. Und außerdem laufen da dann noch Leute vorbei, ne? Die lernt ihr auch noch kennen, weil die verquatschen sich dann früher oder später auch bei euch. So eilig hat es nämlich hier gar niemand. Ja, genau. Und außerdem helft ihr halt beim Engeln. Ihr lernt den Kongress aus einer völlig neuen Perspektive kennen. Und ihr sorgt damit dafür, dass dieser Kongress so, wie er ist, stattfinden kann. Genau. Also das ist vielleicht auch nochmal für uns der Zeitpunkt, Danke einfach zu Danke sagen. Zu sagen ja. an all die Engel, die hier sind, die das aufgebaut haben und die das möglich gemacht haben. Ohne euch geht's nicht. Ja. Ja, komm, können wir mal machen. Ich meine, es steht ja noch aus. Ich glaube, Opening muss. Jedes Opening braucht die traditionelle Frage. Wer von euch ist denn zum allerersten Mal hier? Hebt mal die Hände bitte. Ey, okay, echt? Das sind ziemlich viele, cool. Wow. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Und ich bin auch echt ein bisschen neidisch auf euch, muss ich sagen. Erster Kongress ist der Hammer. Und mein erster Kongress war für mich so ein ganz besonders abgefahrenes Erlebnis, weil ich war noch ziemlich, ziemlich neu in der Community. Und ich war auch, es war mein erster Kongress, es war mein allererstes Chaos-Event. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie unvorbereitet ich darauf war. Also ich musste mich eh konzentrieren, dass ich mich im CCH nicht verlaufe mit den ganzen Treppen und Halbetagen. Haben wir jetzt etwas entspannter. Ja, und als ich dann im Hackcenter in Halle 3 angekommen bin, dann hatte ich erstmal so den Drang, so stehen zu bleiben, so vorn schön mitten in der Tür. Und musste dann so verarbeiten erstmal. Und dann guckte ich. Und es war quasi alles. Gleichzeitig. Überall. Und da war was und da war was und da war was. Und ich kam aus dem Staunen nicht heraus und stand da und guckte und war völlig fasziniert. Und dann schossen mir so Gedanken durch, irgendwie, wo bist du hier eigentlich gelandet? Wer sind diese ganzen verrückten Leute? Und das tat ich dann so lange, bis mir jemand gesagt hat, ich soll aus dem Weg gehen. Und ungefähr habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Kind in so einem Spielzeugladen. Und das hat den ganzen Kongress aber nicht aufgehört, also meinen ganzen ersten Kongress. Und hinter jeder Ecke war irgendwas Neues, das dafür gesorgt hat, dass ich erstmal sprachlos stehen bleiben musste, um mich zu wundern. Und ich dachte, als ich dann im Jahr später wiederkomme, ja, jetzt bist du ja vorbereitet, jetzt weißt du ja, was auf dich zukommt. Ich habe noch nie so falsch gelegen, ne? Seitdem ist es eigentlich jedes Jahr das gleiche Gefühl. Obwohl ich dieses Event inzwischen vom ersten Tag an mit aufbaue und wochenlang durch diese Hallen fahre, ist jedes Jahr für mich eigentlich so spannend und so irre wie das davor. Und jedes Jahr passiert irgendwas Neues, was ich abgefahren finde und weswegen ich überwältigt bin, wie ein kleines Kind in einem Spielzeugladen. Vor allem aufgrund all dieser Dinge, die ihr mitbringt und all dieser Dinge, die uns hier alle zusammenbringen. Das ist jetzt auch so abschließend unsere Herausforderung für euch und die Aufforderung. Geht da raus in diese Hallen. Sprecht miteinander und tauscht euch aus. Trefft neue Menschen, erzählt ihnen von euren Projekten und lasst euch von ihren erzählen. Knüpft neue Freundschaften und erschafft neue coole Dinge. Und lasst uns einfach hier alle gemeinsam dieses Jahr richtig coole neue Erinnerungen bauen, zu denen wir dann nächstes Jahr zurückkehren können. Und lasst uns das dann jedes Jahr wieder machen. Lasst uns jedes Jahr aufs Neue den aktuellen Kongress so großartig wie unseren ersten erleben und jedes Jahr einen Kongress schaffen, der uns Erinnerungen bringt, an die wir uns für immer erinnern wollen. Viel Spaß! Viel Spaß!